So, liebe Facebook-Freunde, heute machen wir einmal eine Bierverkostung, und zwar von unserem Zwickelbier. Dazu habe ich schon ein bisschen was eingeschenkt. Und jetzt schauen wir, auf was drauf kommt. Bei der Bierverkostung geht es im Wesentlichen um drei Dinge. Das eine ist einmal die Optik und das Aussehen. Das andere ist der Geruch und das nächste ist der Geschmack. Jetzt würde ich sagen, jetzt schauen wir uns einmal als erstes die Optik an. Und dann zeigen wir mir einen wunderbaren Schaum, voluminös, feinporig, genauso wie er gehört. Wir sehen eine wunderbar hellgelbe Farbe, Naturtrübung, schaut sehr wunderbar. Dann riecht man einmal dran. Ah, hopfig, malzig, wunderbar. Schade, dass ihr es nicht riechen könnt. Und dann kommt es beim dritten Mal auf den Geschmack drauf an. Da unterscheiden wir erst einmal den Andrunk, dann die Reszenz, das ist quasi die Spritzigkeit, und den Nachtrunk. Das darf ich jetzt sagen, das probieren wir mal. Ah, wunderbar, schlank, vollmundig, angenehm spritzig, darf ich sagen, und eine ganz feine, angenehme Bittere im Nachtrunk. Leute, ich kann euch nur sagen, probiert es.